Hallo, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch mal verraten, was es wohl kostet, wenn ihr mit einem solchen Heizlüfter eine Stunde die Wohnung oder euren Keller beheizt. Was kostet das? Ich kann es nicht sagen, aber wir werden es jetzt rauskriegen. Und dieser Heizlüfter ist jetzt 3 Wochen circa alt. Den habe ich mir gekauft. Der hat 2000 Watt und soll energiesparend sein. Und ich bin ja mal gespannt, wofür habe ich mir den gekauft? Ich habe ja hier oben auf dem Flachdach meiner Garage ein Balkonkraftwerk. Und für dieses Balkonkraftwerk habe ich hier in dem Abstellraum meiner Garage den Sendur Solar Flow. Das ist hier ein Speichersystem für produzierte Solarenergie. Da hinten steht mein Auto, E-Scooter, Fahrräder. Die Speicher selber sind da unten. Ich habe hier 2 Speicher. Und im Winter, wenn das mal richtig knacke kalt wird, habe ich hier bestimmt irgendwie so an die 0 Grad drin. Und daher dachte ich mir, machen wir hier einen Heizlüfter rein, sodass ich im Notfall hier die Temperatur hochregulieren kann, dass ich hier nicht unter 0 Grad bin. Und wie kann ich den Stromverbrauch hier centgenau überwachen? Ganz einfach. Ich habe den Heizlüfter an meine Maistromdose hier angeschlossen. Diese Maistromdose ist mit meinem Heim-WLAN hier verbunden und ist App-gesteuert. Dementsprechend habe ich hier fast sekundengenaue Übermittlungsdaten, was hier verbraucht wird und was das Ganze für mich in Euro bedeutet. Ich blende euch jetzt mal eben hier kurz meine App ein, dann seht ihr die. Dort, das ist jetzt hier unten Stromverbrauch, oben Produktion ist das, was auf dem Balkonkraftwerk gerade produziert wird. Ich gehe mal in den Stromverbrauch hier hinein, dann gehen wir mal runter auf Auswertung und hier seht ihr, es ist heute 0,0 Euro bisher verbraucht worden. Ich habe die Dose noch nicht in Betrieb gehabt. Was habe ich hier für Daten eingegeben? Ganz einfach, ich habe hier einen Festvertrag mit meinem ortsansässigen Stromanbieter. 33 Cent zahle ich hier pro Kilowattstunde. Und dementsprechend kann die App das hier oben auch centgenau umrechnen. Das finde ich einfach nur klasse. Ja, jetzt gehen wir natürlich hierher. Wir heizen hier Vollgas. So, dann stellen wir den Heizlüfter erstmal auf Stufe 2. Und hier unten der Schalter, na komm, der ist aus. Den schalte ich aber jetzt nochmal ein. Dieser Schalter, der sorgt dafür, dass sich das Ding sogar auch dreht. Sprich, wir haben jetzt hier volle Energie, die wir hier benötigen. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich starte jetzt hier die Dose über die App. Zack, schalten wir ein. Der Heizlüfter läuft schon an. Wir haben jetzt 14.42 Uhr. Ich würde sagen, wir sehen uns hier um 15 Uhr. 42 sehen wir uns jetzt gleich wieder. Ich warte nur eben kurz, bis hier der erste Stromverbrauch angezeigt wird. Was der sich jetzt hier erstmal reinschrauben wird, kann jetzt noch ein paar Sekunden dauern. Und dann sollten wir jetzt gleich hier ein Bild haben, was wir gerade verbrauchen. Da, uiuiui. Gut, ist ein 2000 Watt Heizlüfter, 1900 haben wir jetzt aktuell, 14.42 Uhr. Okay, sehen wir uns wieder, bis gleich. Tja, die Uhr ist umgesprungen, 15.42 Uhr haben wir jetzt. Ja, wollen wir doch mal hier hineinschauen, gucken wir mal in die App, wir öffnen mal die App wieder. Und wir sehen, 22,5 Grad habe ich jetzt in diesem kleinen Abstellraum. Aber wir wollen einfach mal hier hineingehen. Kamera 2 läuft und hier ist alles am Brummen und am Arbeiten. Und jetzt wollen wir uns das Ergebnis doch hier mal genauer anschauen. Ich gehe jetzt hier in den Stromverbrauch. Wir gehen jetzt erstmal aus. So, da haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Schauen wir doch jetzt mal in die Auswertung. Und jetzt bin ich gespannt, was hat das gekostet? Und zwar, komm, zeig dich jetzt. Da. 63 Cent. Eine Stunde heizen mit einem Heizlüfter. Ist das viel? Ist das wenig?
Aber das Ergebnis war ja vorher schon klar, wenn man weiß, wie man das nachrechnen kann. 2000 Watt Leistung haben wir, wir zahlen 33 Cent die Kilowattstunde. Was mich aber echt überzeugt hat von diesem kleinen Mops hier, die Heizleistung, wie warm das geworden ist. Ihr habt es gesehen, die Anzeige, die war nicht übertrieben. Das war wirklich die Raumtemperatur. Also wenn ihr wollt, ich setze euch mal unten in die Videobeschreibung einen Link zu Amazon. Da könnt ihr euch so ein Ding bestellen oder auch die Mai-Stromdose. Die finde ich zum Beispiel richtig, richtig klasse. Tja, das war unser kurzes Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich darüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr gerne abonnieren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.